So. Welcome. Na, YouTube. Das Wetter. So. Mein Kopf ist nass. Hat Wetter so erträglich so an sich? Mir scheint, ich habe von euch gehört. Ich erinnere mich nicht an den Zusammenhang, aber ich weiß noch, es war eine blutige Geschichte. Jetzt nicht, ja, bitte. Dann nach draußen. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. Machen wir mal hier drinnen weiter. Probleme, Hexer? Keine, aber danke der Nachfrage. Die erwarten doch nicht, dass wir die ganze Nacht stehen. Ihr solltet euch eine richtige Frau suchen. Jeder weiß doch, dass Hexen unfruchtbar sind. Ja? Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Visima. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Visima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte, die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionagequatsch geht mir auf den Senkel. Er antwortet dann, drei Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. So, haben wir noch was zu sagen? Ja? Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ich sehe hier viele teure Speisen. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr an die hungernden Visimas denkt? Ha! Wollte ich all dem Gesocks in dieser Stadt helfen, wäre ich nach einem Tag bankrott. Wenn ihr einigen helfen würdet. Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Wenn ich den Armen helfen würde, müsste ich allen helfen, ohne Ausnahme. Lebt wohl. So. Viel zu reden.
Ich bin schon ziemlich abgefüllt. Scheußliches Wetter. Ritter sollten gegen Ungeheuer kämpfen. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Wir haben uns rausgejagt, ohne an unseren Sold zu denken. Geralt von Riva. Ja. Wie er leibt und lebt. Ihr habt die Quarantäne unterlaufen und euch offiziell Unterstützung erschlichen? Es herrscht Kriegsrecht. In Kriegszeiten gelten andere Gesetze. Ich werde mich so gut ich kann danach richten. Das solltet ihr auch. Denn Verräter bekommen die Klinge zu spüren. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Ich meine... Geht jemand anderem auf die Nerven. Geht's noch? Verschwindet, ehe man euch einsperrt. Ihr habt mit euren Waffen würde ich gerne anweisen. Ja gut. Dem Monster so nicht. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein Passwort? Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey, Jungs! Ich glaube, wir haben hier einen Störenfried. Nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Gebt auf. Ich sollte mich hier mit einem Freund treffen. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfenterroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpel? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen anderlingen Kollaborateur lediglich identifizieren. Geht's noch? Verschwindet, ehe man euch einsperrt. Na dann. Hast du das? Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Nein. Ich befehlige Schwachköpfe. Das ist das Los verarmter Ritter. Schön. Notstand heißt, wir beobachten euch. Hexer, können wir reden? Diese Dummköpfe, die ich befehlige, können das spitze Ende einer Hellebarde nicht vom Stumpfen unterscheiden. Wenn wir Ungeheuer treffen, dürfte nur der Geruch ihrer Socken übrig bleiben. Soll ich ihnen in den Arsch treten oder sie nur drillen? Ich wollte euch lediglich bitten, die Augen offen zu halten, besonders nachts. Es könnten sich Flatterer aus dem Tempelbezirk hierher verirren. Wisst ihr etwas über Flatterer? Nur, dass sie seltsame Vampire sind. Nicht sehr helle, aber dennoch tödlich. Sie haben Flügel und stoßen wie Falken auf ihr Opfer herab. Ein Hieb und euer Genick ist gebrochen. Ich werde es mir merken. Danke. Ihr seid ein guter Mann. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Mit einem Pass kann man nachts herumlaufen. Auf eigene Gefahr. Ja? Wie war das mit dem Kriegsrecht? König Woltest hat im Visima das Kriegsrecht verhängt. Warum? Die Pest wütet im halben Königreich. Und Ungeheuer machen die Straßen der Stadt unsicher. Die Quarantäne und die Patrouillen reichen nicht aus? Das hat euch nicht zu interessieren. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Oh, Entschuldigung. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine.
Ihr hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Nun denn, hier ist der Plan. Schlag Mitternacht, trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung, aber höchstens 2 Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts, Marsch! Wie spät ist es? Gut, Die brauche ich nicht hin. Das ist heiß in diesem Ding. So, machen wir die schönen Kloaken. Ein Hexer versteckt eure Frau. Ja, denn ich nagel alles, was bei drei nicht auf dem ist. Wie lange denn noch? Ist hier was? Nicht sehr viel. Da ist das heiß in diesem Ding. Dann geht das hier nicht weiter. Zu Leubadens nächstem Bankett ergattern. Chris sagte, es war sowieso kein schöner Schuppen. Was für ein Schuppen? Ich habe Probleme mit der Macht und einen Schuppen zerstört. Du musst noch die Beherrschung lernen. Das dahin. Vielleicht bringt's ja was.
ist. Ich gehe morgen auf den Markt. Was kriecht aus einem Loch, grunzt und schneidet dann einen Rabbelbusch? Wer weiß, aber wir sollten auf jeden Fall einen Elf lynchen. Aha, gut. Jetzt, wo war die Kneipe? Und du startest mit danach. Ihr schon wieder? Lebt wohl. Bedienen nur die Oberschicht, Süßer. Ihr würdet verstehen, warum ich hier bin, wenn ihr meine Frau kennen würdet. Ort. Wir bedienen nur die Oberschicht, Süßer. Ja? Was für eine interessante Narbe ihr da am Hals habt. Gefällt sie euch? Sie verleiht euch Charakter. Betörend. Ich kann euch noch mehr zeigen.
Nichts für ungut. Gebt auf euch Acht. Vor dem Krieg mit Nilfgaard war alles besser. Ach so. Ich muss mal nach oben hin. Ihr wolltet mich etwas fragen? Ich würde gerne eine Nacht mit diesen Schönheiten verbringen. Dann vergesst, dass ihr ein Hexer seid und seid ein Freund. Verzeiht, aber das verstehe ich nicht. Habt Geduld. Mit der Zeit werdet ihr verstehen. Ich würde gerne eine Nacht mit diesen Schönheiten verbringen. Dann vergesst, dass ihr ein Hexer seid und seid ein Freund. Verzeiht, aber das verstehe ich nicht. Habt Geduld. Mit der Zeit werdet ihr verstehen. Lebt wohl. Was für ein großes Schwert ihr habt. Mami, dürfen wir mit ihm spielen? Ich brauche mal eine Pause. Ausgangssperre. Hütet euch vor Ungeheuer. Gut. Gehen wir mal zurück zu Trills Haus. Oh mein Gott. Ja. Ah, wie spät es ist. Es ist spät. Du solltest im Bett sein. Nein, Trunk, nicht. Teleport. So. Sumpf, was haben wir da? Kalkstein. Ja. Mal kurz zur Ruhe rasten. So,
Und wenn niemals mal rennen. Da machen wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen für bis gleich YouTube.